Sie sind hier 11. Dezember 2018, 9.05 Uhr von Sportinformationsdienst. Lesedauer, 2 Minuten. Vergrößern, verkleinern. Die deutschen Schwimmer kämpfen bei der Schwimm-WM im chinesischen Hangzhou um Medaillen. Urheberrecht Getty Images. Die deutschen Schwimmer setzen bei der Kurzbahn-WM in China den ersten Glanzpunkt. Die Freistilstaffel schwimmt mit deutschem Rekord ins Finale. Die deutschen Schwimmer haben einen gelungenen Auftakt in die Kurzbahn-WM im chinesischen Hangzhou hingelegt. Die 4x100 m Freistilstaffel der Frauen schwamm in deutscher Rekordzeit 3:34,31 Minuten auf Platz 6 ins Finale. Das DSV-Quartett blieb 38 Hundertstel Sekunden unter der bereits 21 Jahre alten Bestmarke. In den Kampf um die Medaillen beim Finale am Dienstagmittag Metz kann die deutsche Staffel im Normalfall aber nicht ernsthaft eingreifen. Koch schwimmt ins Halbfinale. Titelverteidiger Marco Koch qualifizierte sich derweil über ein 100 Meter Brust als 14. 57,60 gerade so für das Halbfinale. Auch Fabian Schwingenschlögel kam auf Rang 12, 57,57, eine Runde weiter. Über 100 Meter Rücken überzeugte Christian Diener als Vorlauf 7. 50,28. Koch war nicht zufrieden. Das war nicht so gut, ich hatte recht wenig Gefühl im Wasser. Punkt. Das liegt sicher auch noch am Jetlag, sagte der Doppelweltmeister auf der 25-M-Bahn von 2016. Ich hoffe, das wird bis zum 200-M-Rennen besser, von Sportinformationsdienst.